Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Ja, heute habe ich ein neues Programm für euch mitgebracht, über das ich vor kurzem gestolpert bin. Und ich fand es wirklich interessant und deswegen wollte ich es mal vorstellen. Und zwar, wir alle möchten ja gerne unsere ja, LLMs, also unsere ChatGPTs und andere Large Language Modelle, gerne natürlich auch praktisch testen und optimalerweise natürlich auch kostenlos und lokal bei uns. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und manche davon erfordern etwas Code, also da muss man ein bisschen Python-Code zum Beispiel schreiben oder auch eine andere Programmiersprache und manche sind halt komplett codefrei. Und eins dieser Tools, also eins dieser Programme, die man komplett ohne Programmierkenntnisse bedienen kann, habe ich jetzt heute mal hier mit dabei und das ist n8n oder n8n. Ich sage bewusst n8n, weil n8n oder n8n ist ja eigentlich ein deutsches Unternehmen, habe ich herausgefunden. Und die bieten so eine Plattform an, die ihr hier gerade seht und die erlaubt es uns hier wirklich einfach per Drag and Drop im Wesentlichen ja, Agenten oder auch eben LLM, also entsprechend ChatGPT-Modelle zu bauen im Wesentlichen. Ja? Oder zumindest eben Anwendungsfälle dafür. Und genau in dem Video möchte ich euch meine Einführung geben, wie das funktioniert. Also damit ihr auch seht, wie einfach man das eigentlich bedienen kann. Und wenn Interesse besteht, ja, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann werde ich da in Zukunft auch noch andere oder weitere Videos dazu machen. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Also ihr seht, das ist die Benutzeroberfläche hier. Und die ist auf Englisch. Ich glaube, die kann man auch nicht auf Deutsch umstellen, aber das ist kein Problem, weil ansonsten ist es wirklich einfach zu bedienen. Wir sehen hier ist ein Workflow, also so heißen die, und die kann man hier auch ändern. Wenn man da draufklickt, kann man dann auch entsprechend das Ganze umbenennen und man kann auch Tags vergeben. Ne? Wenn man halt die ein bisschen strukturieren möchte, kann man so, was zu was gehören die, ne? Was für eine Art von Workflow ist es. Und dann geht man einfach los hier, wenn man auf das Plus klickt, also Add First Step, und dann gibt es hier verschiedene Trigger. Also Trigger sind immer die Auslöser. Ne? Das heißt, wie soll jetzt hier dieser Flow also entsprechend ausgelöst werden? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder manuell, ne? Oder wenn irgendein Event passiert oder regelmäßig, zum Beispiel, dass ihr möchtet immer zum gewissen Zeitpunkt am Tag soll irgendwie ChatGPT, also oder ein anderes Modell dann in dem Fall, für euch irgendwas bei euch lokal machen. Ne? Und wie gesagt, das Ganze theoretisch auch ohne Internetverbindung. Das heißt, ihr müsst hier nicht auf irgendwelche kostenpflichtigen Modelle zurückgreifen, wo ihr dann vielleicht auch noch eure Daten hinschicken müsst, sondern ihr könnt das wirklich komplett lokal betreiben. Und das mache ich zum Beispiel jetzt gerade hier. Und ich nehme jetzt mal irgendeine Art von Trigger und ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel hier On-Chat-Message. Ne? Also wenn irgendwie eine Chat-Nachricht reinkommt, dann soll irgendwas passieren. So, das ist jetzt erstmal das hier. Und ich mache das mal, gehe mal ganz kurz zurück zu meiner Leinwand. Das ist jetzt das hier, das kann ich auch verschieben. Und jetzt kann ich eben hier einfach über das Plus-Symbol weitere Schritte hinzufügen. Und das wäre jetzt hier natürlich in dem Fall Advanced AI, also im Wesentlichen eine KI, die ich jetzt hier hinzufügen möchte. Und ich klicke da drauf und kann jetzt hier eben irgendeine Art von KI auswählen. Das kann ganz normal OpenAI, also ChatGPT zum Beispiel sein. Es könnte aber auch hier andere Sachen sein. Zum Beispiel eine Sentiment-Analyse, also war es jetzt ein positiver oder negativer Satz, der da gesagt wurde, oder Frage-Antwort und andere Sachen, die hier schon existieren. Und ich werde jetzt hier mal den AI oder AI oder KI-Agenten nehmen, weil das ist eben das, was am meisten Funktionalität theoretisch mitbringt. Kann ich dann hier auswählen. Und jetzt, auch hier gehe ich wieder zurück zu Canvas. Ich konfiguriere das nämlich hier drin. Also hier sehen wir das jetzt. Also wir haben einfach hier eine Nachricht, die hier reinkommt. Und dann hier entsprechend unseren Agenten. Und kann man auch hier ein bisschen platzieren, eben über die Option und rein und rauszoomen. Und dieser Agent kann jetzt hier zum einen mal, braucht der Agent natürlich ein Modell. Ne? Also welches Chat-Modell möchten wir jetzt hier benutzen? Soll das ein kostenpflichtiges sein, zum Beispiel eben ChatGPT? Oder auch Claude von Anthropic zum Beispiel, oder soll das irgendwie ein lokales Modell sein? Und bei mir ist es ein lokales Modell, also ich möchte das komplett lokal betreiben. Und deswegen gehe ich hier drauf auf das Plus und wähle jetzt hier entsprechend von diesen Modellen. Ihr seht, die sind verfügbar, also auch Azure zum Beispiel und andere Sachen, aber relativ weit unten hier gibt es auch Olama. Also ich kann Olama, wenn ich es installiert habe, auch verwenden und ich klicke das mal an. Und hier kann ich jetzt einfach einstellen, welches Modell möchte ich denn wählen. Bei mir ist das jetzt Llama 3.2, weil aktuell habe ich nur zwei Modelle hier reingeladen. Das eine ist eben das Large Language Modell, das von Meta entsprechend. Und dann habe ich hier noch ein Text Embedding Modell, was relevant wäre, wenn wir entsprechend Vector Store, also in dem Fall erstellen würden. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Wir nehmen jetzt hier dieses ganz normale Chat Modell, also das hier, und gehen dann wieder zurück zu unserer Leinwand. Und haben dann hier auch schon das Ganze konfiguriert. Also jetzt einfach dieses Modell soll der AI-Agent oder der KI-Agent entsprechend benutzen. Dann haben wir noch zwei weitere Möglichkeiten, und zwar zum einen Memory. Also soll er sich an unser Gespräch erinnern. Soll einfach nur bedeuten, wenn wir zum Beispiel eine Frage stellen. Ne? Wenn wir ihm kein Memory geben, dann bedeutet das, das nächste Mal, wenn wir wieder eine Frage stellen, dann weiß der KI-Assistent nicht, was wir davor gefragt haben. Also er kann sich nicht an unseren Gesprächsverlauf erinnern. Wenn wir allerdings wollen, dass er sich daran erinnert, können wir ihm hier Memory mitgeben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die können auch mehr, ich sag mal, fortgeschrittener sein, aber die einfachste wäre jetzt einfach ein Window Buffer Memory. Na, steht auch hier, ist das einfachste. Kann man einfach hier auswählen und kann dann sagen, welche Anzahl oder wie lang soll der Kontext sein. Also soll er sich in dem Fall spielt zum Beispiel an die letzten eben fünf Erinner oder fünf Gespräche oder in dem Fall
Fragen sozusagen, ja? Also Interaktionen mit uns, würde sich hier erinnern. Wir können das natürlich auch höher setzen oder niedriger, aber das ist halt standardmäßig hier dran. Na, ich sag mal, das ist jetzt soweit okay und gehe mal wieder zurück und habe jetzt hier auch eben ein Window Buffer Memory. Auch das kann ich verschieben, wenn ich möchte. Na, ihr seht, kann man hier einfach auf der Leinwand eben verziehen. Und jetzt entsprechend kann ich hier theoretisch noch Tools mitgeben. Also da gibt es eine Möglichkeit eben, diesen KI-Assistenten jetzt eben noch auszustatten mit weiteren Funktionen. Das ist nichts anderes als Tools, was man hier macht. Ne? Wenn man da draufklickt, gibt es hier schon vordefinierte Tools. Zum Beispiel kann ich irgendeine Webanfrage senden an irgendeine API zum Beispiel. Oder es gibt ja auch hier andere Tools, die schon vordefiniert sind. Zum Beispiel könnte ich Ihnen mit meinen, wenn ich einen Gmail-Account habe, ne, hätte ich jetzt in dem Fall auch, aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier Ihnen meine E-Mails abrufen lassen, ne, und dann mir sagen, hey, was ist denn, wann, ja, als letztes als E-Mail reingekommen. Oder auch könnt ihr ihm sagen, hey, wenn ich dir eine Nachricht hier gebe, dann schreibst du eine E-Mail an die und die Person. Ne? Sowas zum Beispiel. Ne? Also das kann ich hier auch mit hinterlegen. Das sind halt verschiedene Tools, die hier existieren, standardmäßig. Und es sind eine ganze Menge mit verschiedenen Programmen, wo man interagieren kann. Also auch mit Datenbanken beispielsweise. Hier zum Beispiel Postgres und so weiter und andere Sachen. Auch Notion, der das hat und andere Optionen. Also da kann man ganz viel hier drin finden, was halt schon gibt. So, das lasse ich jetzt mal frei. Das ist jetzt kein Muss, aber das eben nur schon mal als Ausblick, was man hier noch theoretisch machen könnte. Und damit könnte man den Workflow auch schon mal testen. Ne? Also wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, ich klicke mal auf Save, so, dann kann ich den jetzt hier einfach mal ausführen. Zum Beispiel hier bei Test Workflow oder eben einfach auf Chat. Na, wenn ich jetzt auf hier Chat gehe, dann kann ich jetzt hier meine Frage stellen. Zum Beispiel, mal, was ist die Hauptstadt? Ich meine, so was Einfaches. Hauptstadt, so von Frankreich zum Beispiel. Ne? Frankfurt? Nee, Frankreich. So. Okay, dann schicke ich das weg, ne? Und dann warte ich kurz, bis eben lokales Modell bei mir antwortet. Und dann bekomme ich hier halt entsprechend meine Antworten. Ihr seht, hier die Hauptstadt von Frankreich ist Paris. Ne? Und dann bekomme ich auch hier theoretisch noch in dem Window Buffer Memory eben den Log angezeigt. Also eben, das wird mitgeloggt und es wird auch hier mit angezeigt entsprechend. Aber die Konversation an sich findet eben hier statt. Na, und so funktioniert das entsprechend mit eben N8N oder N8N, dass man hier einfach per Drag and Drop sich hier entsprechend den Flow sozusagen, wenn man es ausdrücken möchte, oder eben hier den Fluss, also die einzelnen Schritte von dem KI-Assistenten hier einfach zusammenklicken kann und dann entsprechend einfach nur per Drag and Drop das entsprechend dann auch hier möglicherweise verbinden kann. Ne? Und das kann man dann eben auch erweitern mit Vector Store und anderen Geschichten, also entsprechend ja, mit, sozusagen eigenen Wissen, das man eben abspeichert, auf was das der KI-Assistent dann eben Zugriff hat. Ja, ich wollte es mal vorstellen, ich fand es wirklich super interessant, weil es eben sehr einfach zu bedienen ist. Wie gesagt, erfordert an sich keinen Code, also man muss dafür nicht programmieren können und kann das eben auch sowohl, wie gesehen, lokal mit zum Beispiel Ollama eben und verschiedenen Modellen testen, die halt kostenlos verfügbar sind, oder theoretisch eben auch mit kostenpflichtigen Modellen wie OpenAI und so weiter. Also ChatGPT geht natürlich auch. Gut, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen oder mehr dazu sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn es nicht getan hat, ich freue mich über ein Kanal-Abo. Vielen Dank dafür. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video.